Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent folk. Wenn du das sagst. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Darkest Dungeon. Heute ist der Männertag und ich hab's jetzt entschieden. Ich nehme jetzt eine Stunde auf, also anderthalb Stunden, so wie immer. Und dann werde ich also aufnehmen, beschriften. So machen wir das jetzt immer schön weiter. Dir geht's doch gut, oder? Ja, die können ruhig nochmal auf eine Quest. 100% Raumkämpfe. 100% Raumkämpfe. Was ist das? Vielleicht kann ich den Kopf wegnehmen. Oh, das ist natürlich weniger schön. Also das muss wahrscheinlich weg. Und das muss auch auf jeden Fall weg. Aber eine Quest können wir noch machen, finde ich. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Warst du auf der richtigen Position für deinen Kram? Das geht schon mal nicht. Das geht auch. Der präzise Schnitt würde nicht gehen. Und bei dir... Vielleicht tausche ich einfach mal. Aber jetzt kannst du alles machen. Okay, nehmen wir den Wald. Das gefällt mir ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Und den Unhold können wir vielleicht... Jetzt würde ich gerne mal... Ich kann... Das ist ein Nachteil. Bei Unhold kann man nicht entscheiden, was... Ich kann hier nichts aktivieren oder deaktivieren. Oder setzt sich das daraus zusammen, wo er ist. Also auf welcher Position. Rasch. Ah! Ich vermute mal, manche Sachen gehen erst... Das wollte ich nicht. Ich vermute mal, manche Sachen sind erst möglich, wenn er... Wenn er sich verwandelt hat. Jetzt kapiere ich das System. Okay, ich würde euch trotzdem noch mal kurz gucken, ob ihr alles habt, was ihr braucht. Ja, ja. Bei dir sollten wir vielleicht ein bisschen leveln. Was ist das eigentlich? Ermutigende. Oh. Maximal zweimal. Vielleicht sollte ich ihn mal verwandeln. Nur um es mal zu testen. Halt mal einen Moment. Die Ausrüstung fehlt natürlich noch. Oh ja. Fortschreitende Mutation. Kann ja nur besser werden. Und ich glaube, ich mache das hier. Das hier hat zwar bestimmt auch seine Geschwindigkeit, seine tollen Sachen, aber... Das gefällt mir ganz gut. Mittlere Quest also. Einmal lagern. Ja, die Gefechtsmedizin. Wird schon schief gehen. Soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Ja, klingt doch nett. Keine Ahnung, was du sagen wolltest, aber ich habe dich unterbrochen. Und ja. Die hätten wir eh hingemusst, von daher ist okay. Hey, die kriegen mehr Schaden. Fangen wir doch mal damit an. Und wenn wir den Pilzschaber schon vorher vernichten, sind die auch relativ nutzlos. Außer die, ja, die können auch immer das Gift. Ja, schön ins Gesicht. Diese Kette ist einfach übermächtig stark, habe ich das Gefühl. Zerschmettern wir ihn.
Der hält das aus. Der ist dafür da. Oh, schieß mal auf den. Guter Schuss. Du kommst nicht an die ran. So kommst du nicht ran. Hat nichts gebracht. Das ist gut gemacht. Das macht nichts. Dafür ist er da. Widerstand des Gifttauchers ist relativ gut. Der Schaden macht das bis zu 1. Schade, hätte auch klappen können. Diese Kette macht deutlich mehr Betäubungsschaden als das hier, glaube ich. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Hätte man vorgebraucht. Gut gemacht. Aha. Zerschmetter ihn. Na, du kannst auch nicht. 150% Widerstand. Mach du ihn kaputt. Their formation is broken. Maintain the offensive. In dein Gesicht. Du halt mal kurz ihn. Wenigstens, dass das Gift weg ist. Und ehrlich gesagt. Du hilfst ihm mal kurz. Tastender Schlag ist relativ nutzlos. Betäub ihn. Schneid ihn. Ja, der Schnellschuss ist nicht das Präziseste. Aber die Geschwindigkeit ist nicht schlecht. Hau ihn. Müsste betäubt sein. Fiend falls, a faint hope blossoms. Wie viel? 110? Ziemlich effizient, würde ich sagen. Aber nicht ausreichend, schätze ich. So, du kommst da ran, betäub ihn nochmal. Ah, schade, hätte ja wieder klappen können. Kommst du an ihn ran? Kommst du an ihn ran? Ja, kommt an ihn ran. Okay, beim nächsten Mal ist er eh tot. Harmloser Schlag. Ja, wenn er hinten ist, macht er nur diesen harmlosen Schlag. So, dann kann ich jetzt eigentlich auf heilen gehen. Sedated. Vor allem die Stresslinderung ist ganz praktisch. Möchtest du den da kaputt machen? Ich glaube schon. Aha, das hilft nämlich dir am Stressabbau, das finde ich super. Ungerührte Altur, Trinker. Trink aus dem Brunnen, versuch mal. Yay! Okay. Das war nicht, was ich erwartet hätte. Ich dachte jetzt, das gibt ihm irgendwelche Fähigkeiten, aber. Naja. Deswegen ist der Stress weg. Jetzt fass hier rein und krieg wieder Stress. Oh ja, das ist okay. Das sind noch relativ schwache Sachen hier. Gratis Erbstücke. Oh, wir sind überrascht. Ich verstehe, du kannst hier absolut nichts machen. Dann tausch mal mit ihm. Ja, das war klar.
müsste eigentlich reichen für beide. So. Ich will keinen Einschuss bei denen provozieren, wenn ich ehrlich bin. Wir schießen einfach mal blindlings auf die Gegner. Oh, hat ausgereicht. Der nächste Schlag von ihm wird tödlich, schätze ich mal, wenn er trifft. Das geht noch. Gut, da haben wir schon ersten weg. Der Schaden ist enorm. Okay, das müsste jetzt reichen, damit sie da tot sind, wenn sie dran sind. So, einmal fesseln bitte. Einmal das SM-Studio. Die sind eh tot. Ja, 8 Schaden, das überleben sie nicht. Einmal rundherum heilen. Slowly, gently. This is Ach Mist, ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal drankommt. Das war aber seine Attacke. Confidence surges as the enemy crumbles. Wow. Also Waffen kriege ich mit am meisten. Clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Porträts sind nicht zu beachten. Okay, ins Haus komme ich nicht. Kampf. Und ein Sack. Jeder mag den Jack aus dem Sack. Okay, das ist okay. Einmal fesseln. Einmal zerschmettern. Das reicht eigentlich schon. Fällt gerade auf, die stehen total falsch. Ebola. Okay, der müsste sofort sterben, wenn er dran ist. Ein Angriff müssen wir hinnehmen. Das macht die Gefechtsmedizin. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Just a momentary abatement. Das war der. Gut, jetzt kann ich mich heilen. Ist die Heilung irgendwie? Wow, das war gar nicht schlecht. Jetzt machen wir ihn kaputt. This expedition at least promises success. Eine Falle. 70, 60, 60, 60. Du hast die besten Chancen und etwas weniger Stress. Ich finde es besser, wenn ich dann wenigstens weiß, was auf mich zukommt. Ja, was ist das denn? Nein. The light, the promise of safety. Oh ja, esst euch mal satt. Esst und trinkt.
Ach, wisst ihr noch, als ich nicht wusste, wie man das Lagerfeuer einsetzt? Wieso sind wir andauernd überrascht, bitteschön? Haben die es auf den eingesetzt? Ne, wen haben sie eingesetzt? Auf ihn, okay. Zwei Runden, dann ist er tot. Die ist natürlich echt scheiße auf diese Position da vorne. Beim nächsten Mal ist er tot. Rächt sich natürlich noch. Auf da. Du kannst nur das machen. Und daneben treffen auch noch. Wenigstens wird es immer schneller. A death by inches. Was hast du noch gegen dich? A dizzying blow to body and Arme brain. Anzerei. Oder Arme. Dann Auto mal drauf. Die kommt nicht mehr dran. Es ist bestimmt auch sehr unangenehm, vor so einer Kette getroffen zu werden. Heile ich mal kurz selber. Wird nicht reichen. So, allerdings Spruch. Na, ja, doch nicht. Wenn es nicht trifft, nicht. So, ein Treffer und... Oh, so geht's natürlich auch. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Die Dinger mag ich nicht so. Ah ja, so viel ist es gar nicht mehr. Vielleicht müssen wir auch gar nicht lagern. Man merkt halt doch, dass es noch die leichteren Quests sind. Bei den großen muss man eigentlich wirklich lagern, weil sonst hat er echt Probleme. Ah, so gefällt mir schon besser. Ist schön, dass die sind giftig, die Gegner. Aber sie haben keinen Schutz gegen Gift so richtig. Das Vieh ist tot. Na, fast. Executed with impunity. Und das war's. Great is the weapon that cuts on its own. Okay, was haben wir denn hier? Steine Beweglichkeit und Jade. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Jetzt haben wir eh gleich wieder einen Slot mehr frei. Gut. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Kiste, da ist bestimmt was. Oh, gut. Ausmanövriert. Wir haben einen guten Schuss. Sehr gut. Wie viel Prozent hat die? 110. Also 50-50 Chance. Aber kein Schaden. Damit komme ich nicht ran. Was mache ich denn mit der Kette? Schneid mal lieber. Verdammt. Zeichnet es nicht gut. Ich hätte gedacht, er ist noch vorher dran. Ja, die machen natürlich jetzt das. Aber wenn jetzt alle auf ihn heilen, müsste es gar nicht so schlecht werden. Der Schaden ist schon ganz hoch. Für die.
Ah, Mist. Mit 2 Schaden. Mist. Ich hätte das jetzt. Naja, auch egal. Dann hau ich den nochmal ins Gesicht. Sehr schön. Heim will ich mal schnell. Es wird auf jeden Fall immer mehr, was er kriegt. Schon 48 mehr. Oh, er meint. Er macht jetzt einen harmlosen Schlag. Der ist relativ harmlos. Also nicht weiter gefährlich. Wow. Ey, der hat doch gar keinen Bonus gekriegt, sehe ich gerade. The wounds of war can be healed, but never hidden. Ach, das zählt für alle. Soll ich gleich den Anfang des Gefechts mal machen? Ach, der ist auch gleich tot. Wenn ich noch ein bisschen Stressschaden reduzieren. Seize this momentum. Push on to the task's end. Krankheit riskiere ich jetzt nicht. Zerschmetter sie! Wow, was bringt denn dieser kritische Schaden? Selbst wenn es nicht ganz tötet, könnte ausreichen. Ne, reicht so nicht. Ich wollte gerade sagen, könnte ausreichen, dass beim. Oh, ich kann mal einmal angreifen. Aha, damit ist sie jetzt tot. Das gefällt mir nicht, dass du das machst. Ach, die kriegen trotzdem was dazu. Exposed to a killing blow. Die Bola, die mag ich eigentlich ganz gerne, den Angriff. Ja, vielleicht sollte man danach lagern. Sie heilt zwar die Erstversuchung, aber die ist nicht für eine richtige Heilung geeignet. Another one falls. Kannst du es aufnehmen? Oh ja, kann ich. Trifling victory. But a victory nonetheless. Ah, okay. Erkunden will ich gut. Na, gehen wir bis dahin und. Lagern dann. Der Bewegungsstein ist für meine Verhältnisse echt nutzlos. A moment of respite. Damit ist das Leben auch wieder da und der Stress sinkt auch. Oh, der kann ja 4 Lager. Wieso kann der 4 Lagerfähigkeiten? Ausrüstung pflegen. Armbrust mal spannen. Minus 2 Geschwindigkeit, das finde ich blöd. Oh, das finde ich geil. Okay, das wissen wir. Was kannst du denn als stärkende Worte?
mehr Geschwindigkeit. Und du hattest... Jetzt geben wir mal der Arbaliste. Wie lange hält das? Kämpfe, okay. Eine kleine Ermutigung, meine Lieder aus, die wir zusammen singen werden. Und gute Nacht, ich hatte da nichts um eventuell... As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ich habe mal den einen oder anderen Vorteil. Du warst doch der Beste hier. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Das lasse ich. So, 4 Kämpfe werden wir hoffentlich nicht mehr haben. Mehr Geschwindigkeit schadet nicht. Noch einmal das Giftzeug und wir sind eigentlich fertig. Geht mal hinter. Oh, okay. So geht's auch. In dein Gesicht. Betäuben ist eigentlich nie falsch. Darf ich nicht ausweichen? Nee, bloß abwehren. Was auch nicht schlecht ist. Ach, komm schon, du Fleische. Du Fleischemensch. Mit dem Stress kommen wir klar. Die ist tot. Die ist auch tot. Oh, die ist zurückgeschlagen. Habe ich nicht die Falsche getötet? Ich habe die Falsche genommen. Ich habe den Schnellschuss genommen, oder? Ah, Mist, ich habe den Schnellschuss genommen. Und nicht den präzisen. Den wollte ich eigentlich. Oder habe ich den falsch angeklickt? Mit so einer Kette geschlagen werden ist bestimmt auch nicht angenehm. Verschmettert den. Der heilt sich jetzt. Vor allem hat er hier dieses A drauf gebrannt, Aussätziger oder ich weiß nicht so genau. Vielleicht heißt es Aussätziger, vielleicht aber auch nicht. Mit einem werden wir klarkommen. Jetzt eigentlich weg sein. Heile dich mal schnell wieder. Das war eigentlich genug Heilung, finde ich. Du heilst dich selbst nochmal. Das reicht. Tausend. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Wir gucken, ob wir noch was finden. Ja, das war jetzt nicht so nützlich. Manchmal ist ein Baum nur ein Baum, das kommt vor, habe ich gehört. Glitzernde Münzen? Immerhin. Und der Raum wird wahrscheinlich leer sein oder ein Schatz drin, das kann ich nicht genau sagen, aber es ist kein Kampf mehr. Nix. Dann können wir auch heimgehen. 4500! Und noch 5 Waffen extra.
Ist natürlich jetzt nicht der Mega-Loot, die wir aus den kleinen Quests rauskriegen. Kann sich aber ganz gut sehen, das sind 12.000, 13.000. Und vor allem Wappen kriegen wir wieder ordentlich. Auf die habe ich aber diesmal gar nicht abgesehen gehabt. Kind des Schicksals? Das so.